Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Quint.E. Mein Name ist Beatrice Bürger und ich finde es total schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich habe auch einen kleinen Bonbon heute für dich, nachdem es ja letzte Woche ein Interview gab mit einem über 100-Jährigen, also mit Leo, gibt es einen Bonbon heute mit Anja Fritsche. Und Anja ist die Enkeltochter von Maria Fritsche, welche 1909 geboren wurde. Und Anja ist ein wenig gesegnet in diesem Leben, zumal sie die Enkeltochter von zwei über 100-jährigen Damen ist. Also es ist so ein schönes Gespräch gewesen und es hat länger gedauert als gedacht. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Nimm dir die Zeit und lass es einfach laufen und fließen und vielleicht findest du das ein oder andere, was du für dein Leben mitnehmen kannst, was dich inspiriert, was dich motiviert oder wo du dich bestärkt fühlst und denkst, ja, das mache ich auch genauso. Oder vielleicht musst du auch einfach nur mal schmunzeln zwischendurch. Ich wünsche dir also erst einmal ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Hallo Beatrice, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon auf das Gespräch. Ja, ich würde ganz kurz darauf eingehen, wie ich überhaupt auf dich gestoßen bin, beziehungsweise auf deine Oma. Und hol ganz kurz aus, denn das war im letzten Jahr, ich muss gerade grübeln nebenbei, das war im letzten Jahr. Und ein Freund von mir, dem habe ich von dem Projekt erzählt. Und von meiner Facebook-Seite meinst du oder von deinem Projekt? Facebook-Seite, also überhaupt auf dich gestoßen bin. Ja. Ja, ich habe das einem Freund erzählt, also überhaupt meine Projektidee. Und irgendwie innerhalb von ein paar Stunden hat er eure Website auf Facebook ausgegraben und hat sie mir gezeigt. Und ich dachte mir so, wow. Und da ist ja ein Foto von deiner Oma drauf, wo sie halt total strahlt. Ja, das war im Italienurlaub und deswegen strahlt sie da doppelt, weil das Liebste, was sie gemacht hat, einfach im Alter oder was sie schon immer gern gemacht hat, ist Reisen. Und das ist eine Aufnahme, die ist entstanden in Malcesine, da waren wir Mittagessen und sie wollte schon ein Bierchen haben und das war immer ganz wichtig, ihr Bierchen. Und ja, sie war einfach glücklich, gutes Wetter, ihre Lieben um sich herum, gute Luft und Reisen, unterwegs sein, Neues kennenlernen und sie war in ihrem Element und deswegen hat sie damals, war sie 106, war sie da auch wirklich noch fröhlich und echt gut drauf, muss man sagen, ja. Oh, es ist so schön. Nein, wirklich. Und irgendwie hing diese Facebook-Seite immer in meinem Hinterkopf. Ne? Mein Projekt lag ja eine ganze Weile in der Schublade. Und dann habe ich dich irgendwann einfach angeschrieben und du hast sogar geantwortet. Das fand ich total toll. Ja, ich antworte allen. Also das ist irgendwie so eine echt innere Verpflichtung. Am Anfang war es ja nicht, also am Anfang haben wir eigentlich beiden geantwortet. Also wir haben allen geantwortet. Ich habe das ja mit meiner Oma zusammen gemacht und die hatte natürlich den größten Spaß, immer zu sehen, wer sich über sie freut und konnte das gar nicht glauben, weil in ihren Augen war sie ja in Anführungszeichen nur alt. Also sie hat ja jetzt nichts Besonderes gemacht, sondern sie ist halt so fröhlich vor sich hingealtert und war so begeistert von all den Briefen und Komplimenten und was die Leute alles geschrieben haben. Und sie war ja überhaupt begeistert von Facebook. Ich habe ihr ja erstmal Facebook erklärt und deswegen haben wir uns wirklich hingesetzt und es ging viel, viel von meiner persönlichen Zeit drauf, aber es hat mir einfach so gefallen, weil sie so einen Spaß dran hatte, eben wirklich mit den Leuten in Kontakt zu treten und mir zu sagen, ja, gib doch mal den Tipp und sag doch mal das. Und ich habe sie dann auch gefragt, Oma, was sollen wir denn da antworten? Und es war wunderbar. Also was Schöneres kann einem im Alter, glaube ich, nicht passieren. Ja, vor allen Dingen in dem Alter überhaupt mit Facebook oder so diesen sozialen Netzwerken in Kontakt zu treten, ne? Und das noch zu lernen und zu gucken, okay, wie funktioniert das? Ja, das stimmt, aber sie ist schon immer neugierig gewesen und sie wollte immer das machen, was ich auch mache. Also irgendwas, was ich kann und sie nicht, das gibt's nicht. Also das, egal wie kompliziert es ist, dann muss ich es halt 5-mal erklären. Das ist dann nicht ihr Problem, sondern ich muss es halt dann irgendwann so erklären, bis sie es versteht. Und ich habe ihr wirklich so ein Büchlein gemacht, wo immer draufsteht, wie Facebook funktioniert und was es bedeutet, damit sie auch immer nachschlagen kann, wenn ich mal nicht da bin und auch das ganze Technische versucht einfach zu machen. Aber sie war natürlich, wollte sie es immer mit mir zusammen machen und hat sich auch schon immer wieder gefreut und gesagt, ja, wie schaut's denn aus? Wann machen wir wieder Facebook? Und ja, das ging ja dann sehr schnell, wurde das immer mehr. Das war schon verrückt. Ja, ich nicke. Ja. Das ist so schön, weil ich
also ich bin total dankbar, dass du geantwortet hast. Und dann kam ja gleich erstmal die Antwort, dass das mit ihr wahrscheinlich eher schwierig sein wird, ne? Richtig. Also ich kann vielleicht mal ganz kurz ausholen. Also wir haben ja diese Seite letztes Jahr, also fast vor einem Jahr gegründet. Und es ging dann sehr schnell, dass eine große Resonanz kam und alle Menschen sich gefreut haben, dass jemand im Alter noch so technikbegeistert ist und überhaupt was mit der Enkelin zusammen macht. Also dieses Generationending ist sehr positiv aufgenommen worden. Und dann ging das so bis September, war mit vielen Zeitungsanfragen und Interviews, war sie immer gut dabei und hat das von Herzen gern gemacht und auch immer fotografiert worden ist sie gerne. Dann setzte sie sich immer aufrecht, jetzt setze ich mich auch wieder aufrecht automatisch, weil sie einfach so gern, muss man auch sagen, im Mittelpunkt stand. Also das fand sie gut und ich brauche das nicht so, habe mich aber gefreut, dass meine Oma so viel Ansprache auch hatte. Ja, und dann ist leider ein Autounfall passiert. Und das war ein Auffahrunfall, da konnten wir nichts dafür oder mein Vater und sie ist gefahren und da hatte sie viele Rippenbrüche und da ging es ihr sehr, sehr schlecht danach und es sah eigentlich schon so aus, als wenn sie daran stirbt. Aber sie ist nicht gestorben, sie hat sich noch einmal ins Leben zurückgerafft, hat es tatsächlich geschafft, ihren 108. Geburtstag noch zu feiern und da hatten wir auch eine Signierstunde mit dem Buch, was dann eben rausgekommen ist. Und von da an muss man leider sagen, weil sie zum ersten Mal seit Jahrzehnten im Winter nicht wegfahren konnte, tat es ihrem Körper einfach nicht gut und dann hat sie so langsam nach und nach ging eben ihre Kraft weg. Und deswegen habe ich dir auch geantwortet und gesagt, ja, wir können gerne das Interview machen, aber leider ohne sie, weil sie einfach nicht mehr so die Kraft dafür hat. Und ja, wenn wir schon dabei sind, über sie zu reden, muss ich leider auch das sagen, was jetzt eben gerade am Sonntag eben passiert ist. Also die Kraft ging immer mehr aus und jetzt am Sonntag ist sie eben ganz, ganz glücklich und in Ruhe auch eingeschlafen. Und es war natürlich wahnsinnig traurig, aber für sie habe ich mich gefreut, weil zum Schluss lag sie eben noch sehr viel und das war überhaupt nicht ihrs. Also sie war immer so gerne in Bewegung und wollte viel machen und fand es immer so sinnlos, im Bett rumzuliegen. Und zum Schluss, weil sie eben ein Pflegefall war, ach ja, da geht dann doch ein bisschen, ja, wo soll man die Kraft hernehmen, wenn man nicht an die Sonne und an die Luft kann? Und deswegen ist sie dann guten Herzens und guten Gewissens von uns allen gegangen. Ja. Ich bin gerade ein bisschen still geworden. Ich finde es dafür umso bemerkenswerter und von dir, ich danke dir dafür, dass du dich sowohl als auch jetzt hier zur Verfügung stellst und da bist einfach, um diesen Raum zu schaffen, dass du uns daran teilhaben lässt. Danke dafür. Ja, gerne. Also ich habe natürlich jetzt auch schon viele Tage gehabt, um das mit mir und meiner Familie alles langsam zu realisieren und auch darüber zu trauern und damit klarzukommen. Aber ich bin da, glaube ich, ein bisschen wie Sie. Also wenn wir darüber reden, über all das, was wir haben, dann geht es uns irgendwie besser. Und meine Oma hat immer gesagt, die war so stolz aufs Buch. Und wir haben ja auch noch eine Einladung bekommen zu so zu einer Talkshow oder Interviews. Und sie war immer dabei und sie hat gesagt, und du musst es machen, weil ich auch gesagt habe, du Oma, ich will da eigentlich nicht alleine hingehen und so. Und sagt sie, nee, doch, das musst du machen. Und ich bin doch eh immer bei dir. Und ob ich jetzt neben dir sitze oder nicht neben dir sitze, aber im Herzen hat man sich. Und da wir beide eh so gut wie eine Sprache sprechen, hat sie immer gesagt, mach das. Und wenn die Menschen sich so drüber freuen über das, was wir zu sagen haben, warum dann nicht? Also deswegen, also man überlegt natürlich, soll man oder soll man nicht, aber es ist einfach so schön, wenn ich freue mich auch, wenn ich über meine Oma reden kann, weil ich liebe sie ja und bin da auch ein bisschen stolz drauf und wenn sich Leute für sie interessieren, ich meine, das tut mir gut, ich finde, ich freue mich, da kommt ganz viel Positives und das ist ja das, was mir auch über diese traurige Phase hinweg hilft, also deswegen ist schon alles gut, ja. Ja, ich würde diesen Bogen einfach kurz mal zurückspannen. Uh-huh. Und vielleicht kannst du eben dich persönlich, also dich jetzt mal vorstellen und wie dein Leben so war und den Bezug auch zu deiner Oma, beziehungsweise du hast ja auch eine andere Oma, die ja auch so, also schon ziemlich betagt ist. Und ja, um einfach kurz mal ein Bild von uns zu geben, wer du überhaupt bist. Ein fröhliches bayerisches Kind. Ich sage deswegen Kind, weil ich eben gesegnet bin mit zwei Großmüttern in meinem Alter und ich bin jetzt 41
Und wenn man immer noch das Enkelkind ist, dann bleibt man jung, weil die Omas natürlich immer sagen, ja, geht's dir gut, das Anja-Spätzchen braucht noch ein Eis und was hast du denn heute gemacht? Und egal, was ich in meinem Leben an Berufen, also ich bin Grafikerin, gelernte Kommunikationsdesignerin, war dann lange bei Bravo Creative Director und hatte auch ein großes Team zu leiten. Aber immer, wenn ich zu meiner Großmutter kam, war ich dieses kleine Kind und da war alles andere egal. Und wir sind zusammen viel gereist und sie hat mir viel Schönes gezeigt. Und egal, ich wurde immer älter und sie ist aber irgendwie auch immer jung geblieben. Und ich habe, wie gesagt, noch eine Großmutter. Und das Besondere an diesem Verhältnis ist, dass meine Eltern leben getrennt und mein Vater kümmert sich eben um meine Großmutter 108, Klammer zu, Klammer auf, und meine Mutter um die Jüngere, die jetzt auch schon 100 ist. Und ich liebe beide Großeltern sehr und möchte da eigentlich keine Abstriche machen. Und es war nicht leicht, sich um die eine wie auch um die andere zu kümmern. Dieses klassische Thema, was man an Weihnachten kennt, wie teilt man sich auf? Geht man zu den einen Eltern, zu der anderen Oma? Dann hat man vom Freund noch die Familie. Und ich habe dann irgendwann gesagt, also wir müssen uns alle mal wieder an einen Tisch setzen, weil mir ist das alles zu anstrengend. Ich kann gar nicht mehr so viel essen, nachmittags mit meiner Oma, dann abends mit meiner anderen Oma essen. Dann sagt die eine Oma, ja, aber bei der warst du länger, bei der anderen kürzer. Und dann haben wir uns alle eben an einen Tisch gesetzt und das war dann ganz lustig, weil mein Vater ist mit mein Vater, Moment, ich muss gerade überlegen, wie alt er war. Also meine Oma war schon 100 und dann ist er bei ihr eingezogen. Und dann war es natürlich für uns alle ein bisschen leichter, sich an einen Tisch zu setzen. Aber dann kam auch das Problem auf, ich möchte, dass die Anja neben mir sitzt. Nein, ich möchte aber, dass die Anja neben mir sitzt. Und dann sagte meine Mutter, ja, und was ist mit mir und mein Vater? Ja, und ich werde gar nicht gefragt. Also es ist schon eine besondere Situation mit viel Herzlichkeit und Leichtigkeit. Und darüber vergisst man dann auch das Alter. Also deswegen bleiben wir alle jung und versuchen einfach das Beste draus zu machen. Und irgendwann habe ich mich aber dann schon gefragt, wow, ich bin hier so ein Enkelkind mit zwei Omas über 100. Das ist schon selten. Also das habe ich jetzt persönlich, kenne ich niemanden, der das auch hat. Und wird sicherlich die ein oder andere Situation sich vielleicht nochmal zeigen, dass dann auch mal Leute kommen und sagen, ja, sie haben Großeltern, die 100 sind. Aber sie waren halt beide noch agil. Also meine Jüngere, der geht es gerade nicht so gut. Die hat schon Alzheimer, aber meine Ältere war halt eben immer lebendig und egal, wo sie hingekommen ist und man hat sie nach ihrem Alter gefragt, dann ging das Brabbel und Gequatsche los und ich konnte mich zurücklehnen und Oma ist aufgelebt. Also deswegen ist schon eine besonders besondere Situation, ja. Das ist so schön, das klingt ganz toll. Ja, es ist... Nicht gerade leicht war, dann wirklich diese Schnittmenge zu bekommen, ne? Eine Seite, andere Seite, alle an einen Tisch und wenn ihr dann wirklich gut alle miteinander rausgekommen seid, dann ist das so viel wert. Ja, also natürlich gibt es auch die ein oder andere Situation, da versteht man sich dann mal nicht, aber wir sind alle so Leute, wir reden drüber, wir versuchen das auch wirklich offen anzusprechen, dass keiner zu kurz kommt und natürlich ist es so, dass das Oberhaupt der Familie war halt immer Oma Maria 108 und wenn irgendwo hingekommen wurde, wo darf sie sich aussuchen, wo möchte sie sitzen, sie bekommt das größte Stück vom Kuchen, also ich habe noch sehr viel Respekt für das Alter in mir und einfach auch so, dass ältere Menschen einem viel beibringen können und das wurde uns aber auch so gelernt in der Familie, dass man da einfach das Alter auch ein bisschen achtet und ich weiß nicht, also es ist einfach eine, wie soll ich sagen, eine glückliche Situation, dass alle das auch mitmachen wollen. So, es hätte ja auch sein können, dass manche andere sagen, nee, habe ich keine Lust drauf, aber wir wohnen auch alle sehr nah beieinander, also München-Rosenheim ist nicht weit entfernt und das macht es natürlich auch noch. Also deswegen, wenn sie jetzt irgendwo im Norden wohnen würden, dann hätte ich sicherlich nicht dieses Verhältnis zu meiner Oma so aufrechterhalten können. Also egal, wie viel wir gereist sind, aber im Alltag hätte man sich dann nicht so oft gesehen. Also deswegen eine Nähe, eine örtliche Nähe spielt da schon auch eine sehr große Rolle. Ja. Ich nicke. Und ich schaue gerade, weil du es vorhin auch kurz erwähnt hattest, ihr habt ja ein Buch zusammengeschrieben. Ja. Das nennt sich Oma, die Nachtcreme ist für 30-Jährige. Ja, die unglaublichen Geschichten einer 107-Jährigen. Also, soll ich dir ganz kurz erklären, wie es dazu kam? Oder? Ja, bitte. Also erstmal ganz kurz von meiner Seite, ja, Asche auf mein Haupt. Ich habe euch ja gegoogelt und habe euch gefunden und gerade letztes Wochenende erst mir dieses Buch bestellt, weil ich kann ja kein Interview mit dir machen, wenn ich das Buch nicht kenne. Ja.
Also, ich habe schon mal reingelesen und bis jetzt finde ich es wirklich ganz, ganz, ganz erlebend, erfrischend. Ja. Ja, es ist ein sehr leicht und lustig geschriebenes Buch mit ganz vielen kleinen Anekdoten. Also es ist so, ja, aus dem Leben eben und wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und ich habe angefangen, dieses Buch zu schreiben, als meine Oma mit 100 gesagt hat, ja, sie hat jetzt irgendwie so ein Drücken auf dem Herzen und einen Schwindel im Kopf und ihre Beine sind ein bisschen schummrig. Und dann war für uns klar, okay, irgendwas stimmt nicht und sie musste zum Arzt. Und der hat dann gesagt, ja, sie haben eine verkalkte Arterie und sie müssen eigentlich operiert werden oder sie haben noch 3-4 Monate zu leben. Und wie meine Oma immer sagt, ja, ich habe ja nichts zu verlieren, also gehe ich das Risiko einer OP ein. Und in der Zeit habe ich mich hingesetzt und alle Geschichten, auch die alten Geschichten von ihr zusammengeschrieben, was sie so erlebt hat in ihrem ganzen Leben, eigentlich so als Geschenk für meinen Vater, um das aufzuheben, weil vieles behält man im Kopf, aber vielleicht auch nicht alles und manches weiß man auch nicht. Und da kam zum Beispiel auch raus, dass mein Vater gar nicht wusste, warum er so heißt, wie er heißt, weil ich dann irgendwann meine Oma gefragt habe, warum nennst du denn deinen Vater Jochen? Und dann sagte mein Vater, ja, das würde ich auch gern wissen, das wusste ich auch nicht. Und das sind alles so lustige Geschichten, die da aufkamen, die ich natürlich als dritte Generation oder als zweite Generation ein bisschen anders meine Oma frage als mein Vater selber. Und nach der OP ging es ihr dann gut und es ging dann irgendwie immer weiter und dann habe ich auch die Situationen aufgeschrieben, die wir gemeinsam erlebt haben, also diese Reisen und wen sie alles getroffen hat und was es für lustige Situationen gibt, wenn man eben mit einer 104-Jährigen oder 106-Jährigen unterwegs ist und auch was für ein Staunen und eine Bewunderung man da trifft. Und ja, irgendwie habe ich gedacht, ich halte das mal fest und es war aber eigentlich mehr so für uns. Und durch die Facebook-Seite sind halt dann Verlage an uns herangetreten und haben gesagt, ja, das wäre doch ganz toll, die ganzen Weisheiten und die Sprüche. Meine Oma hat ja immer die herrlichsten Sprüche drauf, wenn man die doch mal festhalten würde. Ja, und dazu kam es dann, dass ich aber gesagt habe, sie müssen meine Oma selber kennenlernen. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass da nicht irgendwie rüberkommt, ich schubse hier meine Oma irgendwo hin, damit sie vielleicht noch berühmt wird, sondern dass sie schon selber diejenige ist, die so eine kleine Diva ist und gerne im Rampenlicht steht. Und ja, dazu kam dann dieses wunderschöne Geschenk, was natürlich jetzt, wo sie nicht mehr da ist, für mich doppelt so viel Wert hat, weil ich brauche einfach nur das Buch aufschlagen, lese rein und bin sofort wieder bei ihr. Also das ist was ganz, ganz Tolles. Und da kann ich auch nur dem Verlag Danke sagen, da kann ich meiner Oma Danke sagen, dass sie so eine lustige Art hat zu erzählen, weil ich einfach nur aufschreiben musste, was wir gequasselt haben. Also ganz, ganz easy alles. Ja, super, danke. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Und das steht auch vorne gleich ganz drin. Das fand ich nämlich interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du dieses Buch ursprünglich deinem Vater gewidmet hast. Ja, weil tatsächlich muss ich sagen, mein Vater ist ja auch schon ein bisschen älter, der wird jetzt 77, also quasi der nächste Kandidat für deine Projekte. Und das fand ich schon auch höchst erstaunlich, dass er sich sein Leben seiner Mutter eigentlich so widmet, weil das schneidet schon ganz schön ein. Also er musste schon sehr viel für sie machen und man konnte sie auch nicht einen Tag irgendwie. Also mal, am Anfang konnte man sie noch länger alleine lassen, aber zum Schluss wurde es halt immer weniger und er hat wirklich alles für sie getan und deswegen habe ich gesagt, dieses Buch ist eigentlich für ihn, weil wenn er das nicht gemacht hätte, wäre sie nicht so alt geworden, weil wer fährt einen schon jeden Tag zum Einkaufen, jeden Tag zum Kaffee trinken mit Freunden, also seine Freunde waren ihre Freunde, meine Freundinnen waren ihre Freundinnen, also man hat sich so viel geteilt und sie hatte so viel Entertainment und also Unterhaltung. Und auch später das mit dem Reisen, also wir sind mit 106, ist sie nach Mallorca noch mitgeflogen. Und da haben wir auch angerufen am Flughafen, haben gesagt, ja, wir bräuchten einen Rollstuhl. Und dann sagten die, ja, was hat denn die Dame, was für eine Krankheit? Sag ich, nee, die hat keine Krankheit, die ist einfach ein bisschen älter und kann nicht mehr ganz so schnell laufen. Sie kann noch laufen, aber es ist schon weit beim Flieger. Und dann sagte er, ja, das ist ja unglaublich, 106 Jahre alt. Und dass sie eben auch fliegen kann, weil wir eben mit dabei sind. Also das hätte sie alleine auch nicht gekonnt. Und das ist eben, was ihr ganz viel Kraft und Stärke gegeben hat. Und diese Liebe, davon zehrt man ja auch. Und dafür steht man gerne wieder auf. Und sie wollte halt auch immer sehen, was wird aus meinem Leben und was passiert da alles. Und was für Partner ich habe, ist natürlich immer ganz, ganz, ganz wichtig und hochbrisant, was da immer alles los ist. Und da kann sie mich doch nicht alleine lassen. Und eine sehr, sehr hohe Begeisterung und Beteiligung an meinem Leben war da auch.
Und deswegen muss man sagen, mein Vater hat das alles ganz brav mitgemacht, unser Geschnatter sich auch anzuhören, wobei der redet auch selber sehr gerne. Wir sind ja alle irgendwie aus einem Schlag, also wir nehmen uns alle selber nicht so ernst, sind ein bisschen ironisch, gebe ich auch zu. Toll. Und reisen wahnsinnig gerne. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Voraussetzung, um eine gute Zeit zu haben. Ja, und wir haben, wie immer, versucht, das Beste draus zu machen. Ja, ja, und der Abschlusssatz hier vorne in der Einleitung steht, und für die Menschen, die ihrem Leben trotz aller Herausforderungen positiv begegnen. Das ja. Ist so wichtig. Ja, das ist uns tatsächlich allen sehr wichtig, weil kein Mensch ist gefeit vor, ich sag mal, negativen Erfahrungen oder etwas, was einem vielleicht nicht so gut tut oder was einen, wodurch man lernen muss und was einfach traurig ist und nicht schön. Und manches ist auch echt gemein, was in einem im Leben passieren kann. Aber wir sind halt der Meinung, dass egal welche Situation, wenn man sie erstmal mit einem Lächeln begeht und erstmal neutral ist und nicht gleich in diese negative Energie reingeht, sondern erstmal sagt, komm, wir gehen es positiv an. Wir versuchen das mal von der positiven Seite zu sehen, dass das schon mal der erste Schritt ist hin, dass es besser wird. Weil schlecht ist es ja schon. Also dann muss man dem ja nicht noch mehr Futter geben und sagen, oh Gott, jetzt ist es noch schlechter, sondern einfach mal sagen, egal was es ist, erstmal diese Herausforderung positiv begegnen. Und ja, meine Oma hatte auch mit ihrer Oberschenkel-OP und mit was weiß ich für kleine Wehwehchen, die sie hatte, immer erstmal gesagt, komm, das geht schon weiter, das kriegen wir schon hin und ich will ja wieder verreisen und ich will ja wieder weg, da muss ich mich zusammenreißen. Deswegen war das für mich ein ganz wichtiger Satz, weil wir da alle gleich denken, erstmal positiv und dann kann man immer noch sehen. Ja, und wenn es auch einfach erstmal statt, also manchmal kann man ja nicht immer gleich lächeln, dass man erstmal tief Luft holt, das kurz mal sacken lässt. Genau. Ja, annimmt und gleich wieder loslässt und dann kommt ja meistens der Mut wieder von alleine, dass man irgendwie einfach wieder aufsteht und weitermacht. Richtig, genau. Also natürlich fällt es dem einen leichter und dem anderen schwerer und es gibt sicherlich Schicksale, die so unglaublich traurig sind. Da kommen vielleicht so viele Dinge aufeinander, aber es geht einfach nur darum, dass man sich im Klaren ist, dass am Ende trotzdem alles irgendwie gut wird, auch wenn man das in dem Augenblick noch nicht sieht. Aber dass man das irgendwie ein bisschen im Bewusstsein hat. Also es gibt schon wirklich, wo man sagt, oh mein Gott, warum ist das so traurig und warum muss derjenige da überall durch und muss das erleben? Aber wahrscheinlich muss derjenige das. Also jeder hat ja so seinen Weg zu gehen. Und ich glaube einfach nur so als Erleichterung, damit man es auch irgendwie schafft, den Weg zu gehen, ist das einfach ein ganz guter Satz. So. Ja, finde ich auch. Und dann habe ich ganz hinten, da sind so ganz schöne, viele verschiedene Fotos, die da im Buch dargestellt sind. Ja, das war überraschenderweise auch eine Idee vom Verlag, wo ich natürlich ganz erstaunt war und habe gesagt, ja, finde ich, jetzt habe ich dich gar nicht ausreden lassen. Ja, die ganzen Fotos. Nein, alles gut. Plauder einfach weiter auf mich ein. Ja, das fand ich natürlich toll, weil das unterstützt natürlich die ganzen Geschichten, weil manches klingt schon wirklich so unglaublich. Ich meine, manche 80-Jährige fragen sich, oh Gott, jetzt muss ich noch aufstehen, jetzt muss ich in den Tag hinaus und eigentlich tut mir doch das eine weh und das andere weh und ich habe vielleicht keine lieben Menschen um mich herum und das kann doch gar nicht sein, dass die das schafft. Und wenn man aber dann die Fotos sieht und meine Oma lächelt eigentlich immer, es ist echt, echt lustig, sie lächelt immer auf Fotos. Ich habe mir das auch inzwischen festgestellt, ich lache eigentlich auch immer auf Fotos, das bringt irgendwie so viel, ja, auch so Fröhlichkeit für das Gegenüber, der sich die Fotos anschaut. Und das unterstützt halt einfach ihre ganzen Geschichten, wie crazy sie war und dass eben auch meine andere Oma noch dabei ist, dass ich eben zwei Omas habe und ich jetzt sag mal im Rosenheimer Raum oder bei uns, die kennen die ja eh, aber für Leute in ganz Deutschland, die dann wirklich sehen, mein Gott, die ist wirklich 107 und die geht noch Spare Ribs essen und hat so einen Spaß dabei. Also da braucht man, glaube ich, schon ein Foto, um das auch wirklich zu vergreifen und zu verstehen. Ja, das ist so schön. Und weißt du, was mir persönlich als erstes aufgefallen ist? Nee, was? Also ich meine jetzt kein spezielles Foto, sondern einfach, dass sie an so vielen Sachen, wie du selber gerade auch gesagt hast, dran teilnimmt. Das ist so schön. Also einfach diese, was ja heute nicht selbstverständlich ist, dieses Teilhaben lassen immer noch an der Gesellschaft.
Ja, also stimmt, muss man aber auch dazu sagen, derjenige muss es auch wollen. Also ich will eben nicht reinkommen jetzt in dieses, es müssen jetzt alle machen und es sollte doch so sein, dass man die älteren Herrschaften mitnimmt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auf die Großmutter oder ich jetzt nicht Großmutter, auf den anderen einfach hört und einfach mal schaut, was möchte derjenige gern. Manche wollen vielleicht gar nicht raus. Die freuen sich auch, wenn man einfach 3 Stunden bei ihnen zu Hause sitzt und vielleicht mal einen Film zusammen im Fernsehen anschaut und ein Stückchen Kuchen mitbringt und gemeinsame Zeit verbringt. Manche können ja auch nicht mehr raus. Aber bei meiner Oma war es einfach so wichtig, in Gesellschaft ist die aufgeblüht. Und deswegen haben wir immer gesagt, ja komm, dann nehme ich sie auch mit zu meinem Geburtstag und mit bei meinen Freundinnen und beim Theaterspielen, weil ich spiele Theater hobbymäßig. Und dann gesagt, kommst du doch mit. Und so haben eben auch alle sie kennengelernt. Und sie konnte mal ein bisschen wieder schwätzen mit dem einen und anderen und war halt mittendrin im Geschehen immer und konnte auch mitreden und wusste auch, das sind nicht nur Hülsen, die ich da erzähle, sondern ja, sie hat an meinem Leben teilgenommen. Und das war natürlich auch für mich leichter, weil sie eben sich mit meinem Vater hat sich ins Auto gesetzt, ist dann wieder nach München gekommen. Also ich musste da nicht immer nach Rosenheim fahren, sondern sie kam mir auch entgegen. Und das ist natürlich, wenn jemand sowas noch kann, ist das, ja, das ist ein tolles Geschenk, also auch für meine Oma natürlich selber. Aber sie musste auch oft sich mal zusammenreißen, da war es dann nicht so. Und hat gesagt, ja komm, ich mache das jetzt einfach und wenn ich da bin, dann ist gut. Und wenn es aber mal nicht ging, ist auch nicht schlimm. Also es ist genug noch zu tun gewesen. Wenn man mal einen Tag nichts macht, das ist kein Problem. Ach, was, ja, das ja, man muss sich auch mal zurückziehen und einfach zur Ruhe kommen. Aber ja, genau. Dieses, was ich jetzt meine, in die Gesellschaft integrieren, ist nicht, dass man die ganze Zeit auf Achse ist. Also gut ab, dass sie das in dem Alter alles mitgemacht hat. Das ist definitiv ja Charakter, also sind Charakterzüge, jeder ist anders. Ne? Aber dass man einfach sie auch am Leben dran teilhaben lässt und sich dafür interessiert, was denn dieser Mensch möchte, was deine Oma gerade interessiert. Und wenn sie zum Beispiel einfach nur, das fand ich auch ganz, ganz putzig, zu Hause abends einen Film gucken möchte und ihre Ruhe haben möchte, das einfach teilhaben lassen an diesem Leben. So. Ja, also bei ihr gab es zwar nie Ruhe, sondern der Film wurde von vorne bis hinten durchkommentiert, dass man eigentlich nichts vom Film mitbekommen hat. Huch. Wir haben gequatscht, wenn es hier um ihre Fußballsachen ging. Aber ja, man akzeptiert natürlich den anderen. Da gehört natürlich auch der Respekt dazu. Wenn jemand älter ist, dann kennt man ja noch von früher, dann hat man einfach sich ein bisschen dazu fügen für die Wünsche der Älteren. Aber ja, ich glaube, es ist einfach auch, in dem speziellen Fall war es aber auch einfach, weil sie auch immer gesagt hat, was sie will. Also deswegen ist es leichter, Menschen Wünsche zu erfüllen, die auch Wünsche haben und die auch äußern. Ja. Haben ja nicht mehr so viele Menschen Wünsche. Deswegen sage ich auch immer, überleg dir deine Wünsche und wenn du sie dann hast, sie werden in Erfüllung gehen. Also das ist, weil der Wunsch ist sozusagen der Vorreiter des Willens. Also wenn man einmal den Wunsch hat und dann noch den Willen dazu, dann muss es eigentlich klappen. Also so ist das deswegen bei ihr sehr, sehr einfach gewesen, weil sie auch immer gesagt hat, ich will das machen und ich will das machen. Und als sie dann, okay, zum 5. Mal gesagt hat, sie will wieder an den Gardasee, habe ich meinen Vater angeschaut und gesagt, oh, bitte nicht wieder Gardasee. Aber da das für sie natürlich das einzig Machbare noch war, haben wir gesagt, na gut, dann setzen wir uns halt ins Auto und fahren dann wieder zum Gardasee. Das ist so schön. Ich habe gerade nochmal, also es ist jetzt, geht jetzt hier nicht nur um euer Buch, aber ich fand das so spannend. Deswegen bin ich auch gerade gekommen auf dieses kurz mal zurückkommen. Und zwar gibt es einmal auf Seite 204 Nix-Hitting. Ach ja, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Sehr gut. Dann erzähl mal ganz kurz. Ich fand das super spannend. Hast du die schon gelesen, die Geschichte, oder wie? Hier habe ich gelesen. Und das sind ja ganz kurze Storys immer, also wirklich leicht zu lesen. Aber der Schmunzler am Ende, der war ganz groß bei mir. Ja, also das ist, meine Oma ist natürlich total verknallt in meinen Zukünftigen, muss man sagen. Also sie findet den super. Man muss auch sagen, er kommt auch mit ihr wunderbar aus. Also die beiden, die kannst du auch stundenlang alleine lassen. Die quatschen sich einen rund. Also das ist Wahnsinn, was die reden können. Und da bin ich natürlich auch sehr dankbar, weil wenn andere Leute sich mit meiner Oma unterhalten, habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit durchzuschnaufen. Und die beiden, es war dann so, eines Abends hat mein Vater wieder gesagt, kannst du auf Oma aufpassen? Dann sage ich, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich wollte eigentlich ins Yoga gehen. Aber er konnte nicht anders. Dann habe ich gesagt, ja, ich frage einfach mal meinen Freund, also den Nick. Und der hat natürlich sofort gesagt, ja komm, mache ich, gar kein Problem. Und ja, dann waren die beiden hier. Ich war im Yoga, komme abends um 10 nach Hause und beide liegen auf der Couch und schlafen.
Und ich so, na, das war ja wohl a gmadi Wiesen, wie man hier in Bayern sagt, also ein leichtes für Nick auf Oma aufzupassen. Und dann räusperte ich mich etwas, dann wachte als erstes Oma auf, richtete sich blitzschnell auf, also von ihren 107 Jahren nicht die Spur zu sehen. Und sage ich, ja Mensch, geht's euch gut? Und sie so, ja, nee, alles lustig, war toll. Und ja, sie hat halt dann, sie haben sich Pizza bestellt und das Bier aus dem Kühlschrank leer gemacht und also ich würde sagen, die haben ihre kleine Party gefeiert und am Ende sind sie irgendwie reingeschlafen. Nick ist dann auch aufgewacht und ich meinte dann noch so, ja, alles in Ordnung, sagt er, nö, alles leicht, alles gut. Und Oma hat ja im Endeffekt geschlafen, also kein Problem. Und dann ruft mich am nächsten Tag mein Vater an und sagt, ja, weißt du, was mir die Oma erzählt hat auf der Fahrt, als sie sie wieder abgeholt hat? Dann sage ich, nee, erzähl mal. Ja, du, sie hat gemeint, es ist ja so schlimm für den Nick, wenn der da abends allein sein muss. Und sie kümmert sich gerne auf den Nick und passt ihn auf, weil wenn Anja halt so viel weg muss, das versteht sie schon, aber man muss einfach auf den Nick aufpassen. Man kann den nicht alleine lassen. Und sie macht das gerne immer wieder. Und dann habe ich gesagt, das ist ja toll, dann habe ich ja jetzt auch noch einen Babysitter für den Nick. Dann sagte sie eben noch zum Schluss diesen schönen Satz, ja, es war auch gar nicht schwer, weil der ist auch ganz schnell eingeschlafen. Das ist herrlich. Das fand ich fand das so toll, weil in ihrer Vorstellung überhaupt nicht irgendwie im Entferntesten vielleicht die Idee ist, dass man auf sie aufpassen muss. Ja. Nein, sie ist eingesetzt worden, um auf meinen Freund aufzupassen, damit der ja nicht alleine ist. Da spielt natürlich auch ein bisschen das mit, sie ist auch nicht gern alleine, aber ich sag mal, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ich erzählte das dann meinem Freund und er hat sich köstlich amüsiert darüber. Und ja, das sind eben so diese schönen Geschichten, die einfach nur jung und alt hervorbringen, wenn die zusammentreffen. Ja, und da ist nicht mal viel passiert. Nee, es ist schon nicht mehr viel passiert. Ah, herrlich. Ja, einfach, schlicht einfach und ergreifend, ja. Und das Schöne ist ja, also ich meine, wir hatten es ja kurz, ich forme gerade meine Gedanken wieder in meinem Kopf. Ja. Ich habe gelesen, dass deine Oma, das war glaube ich zu Beginn, wo du angefangen hast, das Buch zu schreiben, oder? Wo sie dann irgendwie meinte, also du hast sie gefragt, was hast du noch für Wünsche oder irgendwie sowas? Und dass sie dich gerne sehen würde, wie du heiratest. Ja, das stimmt. Ja, das war immer ihr Wunsch, weil ja, sie hat natürlich etwas früher geheiratet als ich und dann habe ich auch am Anfang habe ich noch so den Scherz gemacht, das war bei der Anfangs-OP, da habe ich dann noch so, hat sie auch gesagt, ja du Anja, ich muss ja die OP machen, weil ich will ja noch sehen, dass du heiratest. Und habe ich gesagt, du, ich kann auch eine Nottrauung machen, wenn es dir hilft. Aber man braucht natürlich den richtigen Partner dazu, es hat halt ein bisschen gedauert und ja, also das war immer ihr wichtig zu sehen, dass ich einfach in guten Händen bin und dass ich einen Menschen habe, der auch auf mich aufpasst, weil bis dahin fühlte sie sich einfach verantwortlich, auf mich aufzupassen. Und ja, ich glaube, ich heirate ja jetzt bald, dann in ein paar Wochen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie dann auch wusste, sie kann jetzt guten Herzens gehen, weil, wie gesagt, Nick, den sie ja eh über alles liebte, ist an meiner Seite und da weiß sie wahrscheinlich, auf mich wird gut aufgepasst und deswegen konnte sie auch beruhigten Herzens einschlafen. Du kannst mich jetzt zwar gerade nicht sehen, aber ich nicke. Ja. Ja, es ist schon, es ist was Besonderes. Ich habe mich dann auch gefragt, warum zum Schluss meine Oma eigentlich noch so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war in dem hohen Alter. Und man merkt einfach, man bekommt viel Resonanz, wenn das Alter einfach mal mit was Positivem verbunden wird. Weil man hat vielleicht noch so dieses, oh, was mache ich nur im Alter? Ich weiß nicht, was ich mit mir machen soll. Bin ich dann alleine oder habe ich noch jemanden, der auf mich aufpasst? Und oder muss ich dann in ein Pflegeheim oder wie geht's mir? Und ich glaube, dass man eben auch sieht, es gibt Menschen, die damit anders umgeben. Das gibt vielen Leuten einfach Kraft und Mut. Mhm. Und ich schätze mal, da kommt ja auch dein Projekt her, dass du sagst, also Quintessenz des Lebens oder was ist in diesem Alter eben noch so schön? Also da sieht man ja auch an deinem Projekt, dass das Alter eben immer bedeutender wird und wichtiger, dass eben nicht nur wir leben bis zur Rente und dann kommen vielleicht für die einen noch ein paar schöne Reisen und das war's, sondern dass es darüber hinaus jetzt noch viel mehr geben muss, weil die Leute auch immer älter werden. Ja.
Und das muss man auch irgendwie bedienen, damit muss man umgehen. Und das muss auch die Gesellschaft lernen, dass sie jetzt die älteren Leute irgendwie älteren Leute mit einbeziehen. Ich glaube, früher auf einem Hof war das einfach. Da hat dann die Großmutter auf die Kinder aufgepasst und alle waren noch vereint. Aber jetzt sind ja meist die Familien alle auseinander, wohnen auseinander, haben nicht mehr so die Zeit füreinander. Die Arbeit raubt einem viel Zeit, also dass man nicht mehr so kann, wie man möchte. Und da muss man sich auch überlegen, wie bekommt man jetzt jung und alt wieder zusammen? Und ich finde die Idee zum Beispiel der Mehrgenerationenhäuser finde ich super. Also es muss ja nicht unbedingt immer die eigene Großmutter sein, aber dass einfach jung und alt sich gegenseitig unterstützen, da in der Richtung, glaube ich, passiert jetzt immer mehr. Ja, und genau wie Mehrgenerationenhäuser finde ich auch sehr interessant. Und selbst wenn das nicht innerhalb eines Hauses ist, dass es vielleicht auf dem Grundstück ist oder im selben Dorf, dass man einfach irgendwie wirklich, wenn irgendwas ist, man hat halt sofort den Zugang oder man kann füreinander da sein, man kann leichter, wie du selber auch vorhin schon gesagt hast, die Zeit mit dem anderen verbringen, weil man nicht erst 3 Stunden irgendwie mit dem Zug fahren muss oder so. Genau, ja. Und dafür, finde ich, müsste man eben auch die Jugend von heute, wobei ich glaube, die kommt auch so langsam dahin, eben für begeistern und auch wieder ins Bewusstsein holen. Wir werden alle mal alt, es gehört einfach dazu. Und viele sagen halt, oh, ich will gar nicht alt werden, weil dann habe ich nicht mehr die Energie. Aber ich glaube, es hat auch seinen Reiz. Und wenn man ein bisschen erfahrener ist, schaut man ja auf viele Dinge auch viel entspannter und lässiger und denkt sich so, ach, lass die mal machen und genießt das auch das ein oder andere mehr. Und das eben, jeder muss ja seine Erfahrungen machen, aber wenn viele ältere Leute den Kindern ihre Weisheiten geben und eben die Jugendlichen den Eltern, ich sag mal, das mit dem Technischen erklären, also das ist auch immer ganz gut. Mein Vater hat immer so einen schönen Spruch, der sagt, die Jüngeren kennen den Weg oder wissen, wie man ihn fährt, vielleicht. Ach, ich weiß es gar nicht mehr, aber die Älteren kennen die Abkürzung. Also es war irgendwie ganz lustig, weil durch die Erfahrung wissen die natürlich viel mehr Wege. Und da sollten halt die Jugendlichen viel mehr von profitieren. Aber auch, es gehört immer dazu, man muss wollen. Also das darf man nicht vergessen. Ja, und ich glaube, dass mein Hintergrund, weshalb ich dieses Projekt überhaupt so jetzt angehe, es ist ja schon länger in meinem Kopf und in meinem Herzen. Ich hatte zum Beispiel Großeltern, die nicht so alt geworden sind. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich war 10 oder so, da ist meine Großmutter gestorben, also wahnsinnig jung für mich, ich habe gar nicht viel von ihr gehabt und mein Opa ist gestorben, da war, also mit 80 ist er gestorben und da war ich 20 und irgendwie fehlt mir das. Ich glaube, dass das auch diese Verbindung zu diesen älter werdenden Menschen, dass ich finde das wahnsinnig spannend und wertvoll, weil ja, man weiß, okay, wenn die Herdplatte heiß ist, fass sie nicht an. Wir fassen sie ja trotzdem an, um zu lernen, okay, sie wirklich heiß, ouch, ja, die Älteren haben recht. Aber also dieses selber durch müssen, durchs Leben. Leben können wir unser Leben ja nur alleine. Aber dieses Lernen, dieses Annehmen, dieses Offensein, dieses Interesse zeigen den älteren Menschen gegenüber, das ist bei mir so ein ganz, ganz innerlicher Wunsch, dass das jetzt einfach alles rauskommt. Ja, also es ist schon schön, wenn wirklich die Großeltern auch mal die Kinder vielleicht an die Hand nehmen und so simpel, es klingt, einfach mal die Natur und den Wald erklären. Also es ist vieles so einfach, wofür die Eltern ja noch nicht die Zeit haben, weil sie drinstecken in der Arbeit und erstmal, die müssen ja auch die Kinder versorgen und man steckt ja so drin in seiner Routine und dafür sind eben Großeltern schön, wenn sie denn da sind. Also ich muss auch dazu sagen, am Anfang war meine Oma ja sehr viel verreist. Da hatte ich sehr viel mit der anderen Oma zu tun. Also ich habe eben das Glück, dass ich 2 Omas habe. Und damals hatte ich auch noch einen Opa. Aber wenn eben die Großeltern da sind, dass sie einen eben an die Hand nehmen und gerade so Sachen erklären, wofür die Eltern vielleicht noch nicht die Zeit haben. Und was für mich persönlich das Schöne war, die Macken, die ich an meinen Großeltern gesehen habe, die habe ich an meinen Eltern auch wieder gesehen. Deswegen konnte ich meine Eltern viel besser verstehen. Mir hat es sehr viel geholfen. Also warum mein Vater manchmal reagiert oder meine Mutter reagiert, wie sie ist, weil sie natürlich so die Erziehung von meinen Großmüttern ebenso drin haben. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, wenn man so über die Generationen und Anfang, meine Oma hatte ja noch 19. Jahrhundert, also da hat man sich noch die Hand gegeben, wenn man zum Großvater ist. Da hat man sich nicht umarmt oder so wie heutzutage, sondern hat man Knicks gemacht und die Hand gegeben und da war noch ein ganz anderer Respekt da. Mhm. Und wenn man das so mitkriegt, sage ich immer, das ist ja unglaublich. Ich könnte gar nicht anders als meine Oma erstmal eine Minute knuddeln, bevor ich sie sehe. Und dass man das eben vor Augen kriegt, dass nicht alles so war, wie es jetzt ist, sondern warum und wie es sich entwickelt hat. Und
Das, glaube ich, können Großeltern ganz gut oder konnten meine. Wie hat sie das denn gelernt oder angenommen, in ihrem hohen Alter dann nicht die Hand zu geben ihrem Enkel, wie sie es vielleicht früher gemacht hat oder gelernt hat? Das ist eben, weil sie immer viel mit Generationen ja und auch mit jüngeren Leuten immer unterwegs war. Also sie hat immer sehr gerne angenommen und auch immer Neues gelernt und war offen für die Dinge. Und da hat sich das ja langsam entwickelt. Sie hat auch gesagt, früher haben Frauen nur Röcke zu tragen. Da gab es das nicht mit Hosen. Also meine Mutter hat noch gesagt, als ich so, oder mein Bruder, so 70er Jahre, da war Hosen für Frauen auch nicht so gern gesehen. Und sie sagt natürlich, sie findet es herrlich, sie hat gern die Hosen an und in jeglicher Hinsicht und sagt, es ist viel bequemer, aber früher war das einfach ein Unding, das war verpönt. Und dann kam halt eben mit der Revolution, die Frauen haben sich durchgesetzt und früher musste meine Großmutter noch fragen, ob sie eben arbeiten gehen darf. Heutzutage ist das selbstverständlich und sie sagt auch, du hast es in vieler Hinsicht so einfach, da haben halt meine Mutter oder meine Großmütter so ein bisschen vorgelegt und ich sage immer, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich meinen Mann oder meinen Freund fragen sollte, ob ich arbeiten gehen darf, aber ich finde es gut, dass man mal darüber nachdenkt einfach, also dass man nicht alles so als selbstverständlich nimmt, sondern dass man für viele Dinge einfach eintreten muss und jetzt, wenn ich vielleicht nicht persönlich bin, aber so im Ganzen, dass eine Generation sich schon aufrafft und sagt, gerade in unserem Fall der Weiblichkeit, der Emanzipation, wir tun was für unsere Selbstständigkeit. Also da gehören ja meine Großmütter irgendwie auch rein, dass sie was dafür getan haben. Ja, ja, also das ist schon ist schon spannend. Das war mein Hund. Das macht nichts. Hallo. ja, das ist wahnsinnig spannend, weil man kann sich selber ja auch so viel, klar, man kann sich nicht vorstellen, aber so viel draus rausziehen. Und wenn man sich dann vorstellt, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt über 100, was in der heutigen Generation, was in den ganzen Jahrzehnten dann dazwischen noch alles passieren kann, wird, ich meine, wir können uns das jetzt auch nicht vorstellen, aber wer weiß, was dann ist. Das wollte meine Großmutter eben auch immer. Sie hat gesagt, sie findet das alles so faszinierend mit der Technik. Also sie hat es ja von Pike auf mitbekommen, wie das mit den Autos immer schneller wurde, wie das Telefon eingeführt wurde, die Waschmaschine. Sie hat gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man keine Waschmaschine, keine Spülmaschine, kein Telefon. Die heutige Generation, die würden uns anschauen und sagen, ist das ein Leben? Was mache ich dann den ganzen Tag? So ungefähr. Und sie sagt, sie würde es halt brennend interessieren, auch wie es mit der Welt weitergeht, weil sie halt auch immer sehr interessiert war an all diesen Neuerungen und Neuheiten. Deswegen auch an diesem Facebook und dem Handy. Sie hat das immer wahnsinnig geärgert, dass sie kein eigenes Handy hatte. Wir wollten ihr immer noch ein eigenes Handy kaufen und dann immer gesagt, ach komm, lohnt sich nicht. Wenn, dann nimmt sie erstmal das von meinem Papa. Und mein Papa hat dann gesagt, nee, erklär du ihr, ich muss mich da erstmal selber durchfuchsen. Und zum Schluss bei Facebook habe ich es dann meinem Vater und meiner Oma gleichzeitig erklärt, damit er auch dann noch so ein bisschen eingeführt wird. Aber sie hat sich immer geärgert, dass sie nicht ihr eigenes Handy hat. Und wir haben dann nur gesagt, nee, jetzt komm, du kannst bei uns mitmachen. Aber sie war immer halt heiß drauf, um zu sehen, wie geht's weiter, was passiert noch. Das fand sie halt auch sehr faszinierend. Und ich glaube, wenn man dieses ganze komplette Wissen von 100 Jahren in sich hat, also da bin ich schon auch echt neidisch, muss ich sagen, dass sie noch die Straßen gesehen hat mit wenig Autos, dass sie noch leben durfte, was wir nur eigentlich aus dem Film kennen, dass sie das wirklich mitgemacht hat. Also das ist, finde ich, also kann ich nur sagen, sehr neidisch. Sie hat ja auch sehr wenig Zucker gegessen, also die ganze Vorkriegsgeneration. Ich glaube, deswegen sind die auch so stark, weil unser Eins ist ja schon so vollgefüttert mit Konservierungsstoffen und nicht mehr selber kochen und Zucker und was weiß ich für eine Chemie. Und das hatte sie ja alles gar nicht, bis sie 30, 35 war oder so, hat man ja nur selber gekocht und gesund oder gesünder gelebt, sage ich mal. Und das ist schon, finde ich, persönlich wahnsinnig faszinierend. Also ich hätte so gerne mal hätte gerne mal einen Tag ihr Hirn gehabt, um einfach nur mal da so durchzustöbern. Dafür finde ich es ganz doll beneidenswert, was für Erfahrungen du als Anja gesammelt oder sammeln durftest. Da bin ich ein wenig neidisch, weil ich das zum Beispiel auch nicht habe. So ist das. Das, was wir nicht haben, das finden wir schön und würden gerne, ne? Aber du hast auch so viel wertvollen Input in dir, das ist Gold wert. Das ist ganz, ganz toll. Ja, also ich bin auch inzwischen, also natürlich sehr dankbar. Am Anfang ist einem das gar nicht so bewusst, dass man zwei Großeltern hat, die sind halt einfach nur Großeltern. Nur mit der Zeit kommt halt dann, als ich dann auch mit 88 bei ihr eingezogen bin, um mein Abi zu machen, hat jeder gesagt, was, deine Oma ist 88, musst du die jetzt pflegen? Sag ich, nee, die pflegt mich.
Ich kann mir aussuchen, was ich zu essen möchte. Ich muss dafür abends immer nur Verbotene Liebe mitschauen. Da bin ich schon sehr verwöhnt worden. Und das hat auch immer jeder gesagt, das kann doch nicht sein. Die ist schon 88, kann die überhaupt noch laufen? Sag ich, ja, die läuft schneller als manch anderer. Also da ist mir dann aufgefallen an der Reaktion der anderen Menschen, okay, es wird immer außergewöhnlicher mit ihr. So war das eigentlich. Und ansonsten ist ja das, was man so vor sich hat und womit man groß wird, ist ja normal für einen. Und erst im Vergleich bekommt man ja dann raus, okay, das ist dann doch ein bisschen anders bei uns in der Familie. Ja. Und kannst du in kurzen Worten ist es vielleicht auch nicht so günstig gewählt, aber wie fühlt es sich für dich an dem Leben eines so alten Menschen, also alt in Anführungsstrichen, teilzuhaben? Also was macht eine solche Verbindung oder so eine Beziehung für dich aus? Also es ist natürlich speziell, weil seine Großmutter im Normalfall liebt man ja immer sehr. Also man hängt ja an seinen Großeltern. Deswegen, da sieht man auch gar nicht das Alter. Da sieht man einfach nur diese Liebe, die man bekommt. Also meine Omas lieben mich halt beide oder uns Enkelkinder. Wobei ich habe zwei Cousins und zwei Brüder. Da ist schon, ich bin das einzige Mädchen. Deswegen habe ich natürlich doppelten Input von den Omas bekommen, weil so ein Mädchen-Mädchen-Ding ist natürlich nochmal was Besonderes. Also da bin ich schon ein bisschen bevorzugt worden. Also muss ich meinen männlichen, ja auch eine Oma haben, aber es sind halt einfach Jungs. Und ich habe natürlich dadurch, dass die vom Alter her, ja, man sieht es nicht so. Man liebt den Menschen einfach und freut sich, dass er einen lang begleitet. Und dass die Omas sind halt beide sehr interessiert an meinem Leben gewesen, wollten halt immer wissen, was ich so mache. Und ich habe sie auch überall hin mitgeschleift. Also ich habe dann nicht gesagt, ja, komm nicht mit, sondern komm einfach mit, schau es dir selber an. Also da muss ich nicht so viel reden, dann guckst du es dir an. Und ich hatte auch keine Scheu, meine alten Omas überall hin mitzuschleppen. Also für manche Freunde war das vielleicht ein bisschen nervig. Jetzt kommt sie wieder mit der Oma, aber dadurch, dass sie auch lustig war, ist es nicht schlimm. Und da habe ich gesagt, da müssen die Leute dann auch durch. Also ich nehme den alten Menschen, in anderen Leuts Augen ist das ja wirklich ein sehr alter Mensch, wenn ich da mit einer 100-Jährigen ankomme. Aber ja, und mir hat das natürlich sehr viel Freude und lustige Situationen gebracht, weil jeder, der natürlich dann meine Oma, die sah am Anfang aus noch wie 80, 85, 90, obwohl sie schon über 100 war, hat natürlich jeder gesagt, wow, wie macht sie das? Ich will das auch wissen, wie geht das? Und wollen dann immer die Geheimnisse wissen. Und deswegen war es für mich eine sehr positive Erfahrung mit meinen alten beiden Omas. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, mit fremden alten Leuten, wobei auch gerne. Also wenn ich jetzt zum Schluss war, meine Oma ja eben im Pflegeheim und da waren dann viele ältere Menschen und ich mag das einfach, Freude zu bringen und den Leuten die Welt von außen ein bisschen ja, beizubringen oder zu sagen, was draußen los ist und was wieder passiert und das zu teilen. Also das finde ich schön. Also wenn man das kann, sollte man das machen. Ja, ich schmunzel. Nehme ich gleich mal auf, was denkst du denn, was das Geheimnis deiner Oma war oder deiner beiden Omas oder das, was du denkst, was so diese, ja, das Geheimnis des Lebens ist? Tatsächlich neugierig zu bleiben und versuchen, so gut es geht, in Bewegung zu bleiben. Also, weil wenn man dann wirklich will, also dann hilft einem das. Also einfach auf sich, auf seinen Körper zu achten und, glaube ich, sich gute Gesellschaft auszusuchen. Also meine Oma hat das schon ganz gut gemacht, dass sie wirklich Menschen auch immer um sich herum geschart haben, die sie mochten und die sie liebten und auch von den Nachbarn her und den Freunden. Das hat sie schon ganz, ganz gut ausgewählt auch und auch immer zu verreisen und da immer wieder neue Leute kennenzulernen. Also wenn sie verreist ist und ihr erster Freundeskreis weggestorben ist, dann ist sie alleine wieder losgereist und hat sich einen neuen Freundeskreis ausgesucht und gesagt, Mensch, mit wem komme ich klar? Fahren die auch wieder nach Spanien runter? Ich auch. Hat sich das immer gesucht und ist immer in Bewegung geblieben und egal was passiert, aufstehen und immer weitergehen. Also das ist tatsächlich ihr persönliches Geheimnis. Ich glaube ja, jeder hat sein eigenes. Und zwar muss jeder einfach rausfinden für sich selber, was ihm gut tut und danach einfach gehen. Und auf seine innere Intuition einfach hören, was tut mir gut und nicht, was muss ich machen, damit mich andere toll finden oder so, sondern einfach schauen, dass man auch gesund sich ernährt. Also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, die Ernährung. Und lachen. Ich finde, Lachen ist auch immer so was Schönes. Also wenn man kann,
es ist toll, manche Leute können vielleicht nicht so viel lachen oder haben nicht so viel zu lachen, aber dann soll man sich vielleicht, weiß ich nicht, schöne Lektüre oder so suchen, die einem einfach ein gutes Gefühl gibt. Also da. Aber so von Ihrem persönlichen Geheimnis ist es in Bewegung bleiben und neugierig sein. Ja. Das sind ganz, ganz tolle Tipps. Dankeschön. Ja, gerne. Ich versuche das auch nachzumachen, wirklich in Bewegung zu bleiben. Aber vieles ist natürlich in mir auch schon ein bisschen angelegt. Und ich habe es lustigerweise, ich habe es auch so verglichen, was ich so mit meiner Oma habe. Wir haben so beide die gleichen Hände. Wir haben auch so von den Gesichtszügen sehen wir uns auch ein bisschen ähnlich. Und ist schon lustig, wenn man dann so merkt, oh, man weiß dann schon, wie man im Alter aussehen wird. Ja. Oh Mann, spannend. Ich komme jetzt ganz kurz nochmal auf dich persönlich zu sprechen. Und zwar hört sich vielleicht simpel an, diese Frage, aber sie geht ganz tiefgründig. Und zwar, wofür stehst du morgens auf? Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich stehe einfach auf und dann sehe ich, was kommt. Also Gott sei Dank habe ich einen inneren Antrieb, und ich glaube, den hatte meine Oma auch, dass wir einfach mal mit einem Lächeln aufstehen und gucken, irgendwas wird schon passieren. Und es ist auch immer, wir nehmen uns immer was vor, es gibt immer was zu tun. Und selbst wenn man das nicht hat, dann sucht man sich irgendwas, dass man was zu tun hat. Also ich stehe tatsächlich nicht auf für irgendein, wie soll ich sagen, das geht von alleine. Also ich freue mich einfach über all das, was passiert. Und das ist spannend, weil es wird immer was passieren. Wenn man rausgeht und was erlebt, dann kommen immer Dinge auf einen zu. Und selbst wenn man sich verkriechen will, ich habe natürlich auch so meine Phasen, wo ich sage, so jetzt Tür zu, ich will niemanden sehen, dann klingelt es auch an der Tür. Also ich sage immer, wer nicht handelt, der wird behandelt. Also kann man sich aussuchen, will man aktiv leben oder passiv leben. Das ist ein guter Spruch. Wer nicht handelt, der wird behandelt. Okay, ich dachte, jetzt kommt sowas wie, was hattest du vorher gesagt? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, dachte ich. Trotzdem, ne? Ja, das gibt's auch, genau. Aber ich glaube, es geht eben noch weiter in wirklich, wer nicht handelt, ja, der wird behandelt. Ist so. Ja. Und sag mal, es interessiert mich persönlich auch noch. Ist ja deine Urgroßoma. Deine Oma ist Oma. Ja. Wie viele Kinder hatte sie? Zwei Jungs. Älterer ist leider schon verstorben, was wir auch nie gedacht hätten. Also sie hat es noch miterlebt, wie quasi das eigene Kind vor ihr geht. Und mein Vater hat sie noch. Also zwei Jungs, die sie durch den Krieg gebracht hat auch. Wow. Ja. Ja, das war mir vorher noch wichtig, das hätte ich fast vergessen, weil wir sind ja, wenn ich auf die Uhr gucke, wow. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich weiß gar nicht, wer sich das so lange anhören möchte, aber ich freue mich natürlich, aber ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut und gesagt, wow, man kommt dann doch ins Tratschen. Und aber genau so, dann weiß jeder, wie es ist, ist es mit meiner Oma. Man redet und es geht nie der Gesprächsstoff aus und es gibt immer genug, über das man reden kann, ja. Ja. Ich könnte auch gerne noch weiter mit dir plaudern, aber gerne machen wir das auch bei einem nächsten Termin nochmal oder so. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, also auf jeden Fall würde ich gerne in dem Podcast nochmal dein Buch mit hinterlegen. Und gibt es noch eine Möglichkeit, wie man dich dennoch, auch wenn deine Oma jetzt nicht mehr unter uns ist oder die Facebook-Seite vielleicht in Schlafen gelegt wird, gibt es eine Möglichkeit, wie man dich kontaktieren darf oder kann? Also tatsächlich über die Facebook-Seite. Also die lasse ich auch noch deswegen offen, weil manche Leute kaufen sich vielleicht erst in einem Jahr dieses Buch. Und da schreibe ich ja auch, wie es dazu gekommen ist mit dieser Facebook-Seite und diese ganzen lustigen Anekdoten, die rund um die Medien und die Presse und alles so passiert ist. Und für die ist ja dann Oma noch 107, sage ich mal. Und die können dann auf der Facebook-Seite immer ganz spannend beobachten, wenn das Buch zu Ende ist, wie es dann auch wirklich weitergegangen ist. Also das finde ich ja auch so faszinierend. Ich lese ein Buch und kann dann auf ein Medium gehen, das mir dann zeigt, okay, wie ist es denn weitergegangen? Also es ist dann kein zweites Buch des Volks, sondern ich gehe auf die Facebook-Seite und deswegen bleibt die auch noch da. Und ich habe auch kurz überlegt, ich habe ja noch eine Oma, die 101 wird, ob ich das dann nicht auch noch poste. Aber das muss ich mir überlegen, weil es tatsächlich eine Seite, die ja Oma Maria und ich gemacht haben.
Aber die Seite bleibt auf alle Fälle und da kann man mich auch kontaktieren. Das ist überhaupt kein Problem. Also, ach super. Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann nämlich gerne mit dir in Kontakt treten möchte. Ja, freue ich mich. Und ich glaube, meine Oma schaut mir auch da über die Schulter. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und eine Antwort. Möchtest du irgendetwas noch sagen? Also ich glaube, ich kann nur im Namen meiner Oma und von mir sprechen, dass wieder der Satz, den ich auch am Anfang hatte in meinem Buch, dass egal welche Herausforderungen man hat und wie schwierig das Leben ist, es geht weiter und wenn man einen positiven Gedanken hat und sich an dem langhebelt, dann ist es einfach leichter. Und ich wünsche einfach allen Menschen, dass sie von Herzen lachen können, dass sie viel Sonne haben, dass sie viele tolle Erlebnisse haben. Aber dafür muss man sich, glaube ich, auch aufmachen und aktiv mal aus der Tür raustreten und sagen, ja, ich will was erleben. Und wenn dann auch was Negatives kommt, ich glaube, es gehört einfach zur Herzensbildung dazu. Und ich glaube, für jeden gibt es immer Menschen, die für einen da sind. Also und wenn man das nicht hat, dann sollte man sich's wünschen und ich bin davon überzeugt, dass das dann auch kommt. Ja, das möchte ich noch mitgeben. Wow, wahre Worte. Ganz, ganz toll. Ich möchte mich von Herzen wirklich bei dir bedanken für deine Zeit, die du dir genommen hast für uns und danke. Vielen Dank. Wir sagen danke. Also ich denke immer noch mit meiner Oma zusammen, egal was wir machen, das ist immer noch dieses Wir und wahrscheinlich wird es auch so bleiben und das finde ich schön und ich glaube, sie schmunzelt und sie freut sich und ich sage auch vielen Dank und viel Glück und für dieses Projekt, was du hast und dass es noch weiterhin ganz viele solche tolle Gespräche gibt. Dankeschön. Ja, ich hoffe, dass du auch so beseelt bist, wie ich es gerade bin, nach diesem wunderschönen Gespräch mit Anja. Und es ging ja wirklich ziemlich tief und auch sehr erfrischend zwischendurch gewesen. Und ich hoffe, dass du dir das eine oder andere wirklich mitnehmen konntest und ja, dich das auch so ein wenig inspiriert und dir Mut gibt, wirklich authentische Geschichten zu hören, dass du bei größeren Herausforderungen oder ja auch Problemen im Leben wieder aufstehst, dass du nicht den Mut verlierst, dass du die Kraft findest, weiterzugehen und dass wenn dir ja deine Familie oder Freunde oder selbst Menschen, die du nicht kennst, in gewissen Momenten die Hand reichen, dass du auch dann dein Ego beiseite packst und einfach zugreifst, dass du die Hand nimmst und einfach dich ein wenig begleiten lässt. Und du würdest mir wahnsinnig helfen, wenn du den Podcast bei iTunes mit 5 Sterne bewertest, damit diese ganzen Botschaften, die hier in dem Podcast kommen und schon sind und auch noch immer mehr werden, nach außen getragen werden. Du würdest mir wahnsinnig helfen und mich so glücklich machen, wenn du diese ganzen Botschaften teilst. Und du findest uns auch bei Facebook unter Quint E Online, ansonsten auf der Website unter quint-e.com, da ist auch alles miteinander verlinkt. Und ja, du würdest mir wirklich wahnsinnig helfen, wenn du mich dabei unterstützt, die ganzen authentischen Botschaften in die Welt zu tragen. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, bleib gesund. Und ja, das, was mein persönliches Motto ist, das ist einfach Pura Vida. Ich bin so verliebt in diesen Leitspruch der Costa Ricaner. Das ist ein Land meines Herzens und ich habe mir das abgeguckt und ich wünsche dir also in diesem Sinne Pura Vida und bis zum nächsten Mal. Deine Beatrice.